Rainer. Wir laufen. Hallo Olli. Wir laufen. We're running. Tape is running. Okay, so. Du hast was Komisches in der Hand. Ich habe was total Komisches in der Hand. Es ist wieder mal blau und es ist jetzt auch nicht mehr der Schriftzug Roland drauf, sondern Boss. Das ist der neue SY300 Guitar Synthesizer. Jetzt fragen sich viele natürlich, Gitarren-Synthesizer gibt es ja schon viele von Roland. Ja? Bis jetzt hat man immer ein 13-Pin-Kabel dafür gebraucht, also dieser 30-Pin-Connector. War auch logisch, weil du musst das jede Seite einzeln abnehmen, geht ja nicht anders. Genau, ne? Mit dem sogenannten GK-Pickup. So, und jetzt weltberühmt wird auch oft auf SAS geschnallt. Total. Ohne Scheiß, ist so. Funktioniert aber auch. Also das geht ja. So, und jetzt schauen wir uns das Gerät mal ganz klar von hinten an und wir sehen, huch, da ist ja gar kein 13-Pin-Eingang. Und warum? Man kann diesen Synthesizer, und das ist wirklich eine absolute Weltneuheit, das ist der erste Gitarren-Synthesizer, der mit einem ganz normalen Gitarre-Klinkekabel arbeitet. Polyphon, ist klar. Unfassbar. Das heißt, der rechnet die einzelnen Seiten da raus, oder was? Wie das genau niemand weiß es. Ist natürlich ein extremes Firmengeheimnis. Ja, das ist klar. Also es ist so, natürlich hört man immer, wenn irgendwas erfunden wird, it's amazing, it's awesome, ja, und so weiter. Aber das Ding hier ist wirklich amazing awesome, weil das gab es bis jetzt noch nie. Dass du mit einem ganz normalen Spielkabel wirklich komplett polyphone Akkorde mit einem Gitarren-Synthesizer spielen kannst. Wahnsinn. Ja, tierisch. Und das wahrscheinlich mit einer mikrokleinen Latenz, wenn überhaupt. Es gibt überhaupt keine Latenz. Gar keine. Nein, das ist es ja gerade. Weil es ist so, also wir haben extra darauf bei diesem Gerät verzichtet, dass wir mit PCM-Samples arbeiten. Weil da ist klar, physikalisch hast du immer eine kleine fühlbare Verzögerung. Ja. Ne? Wir haben das ja beim GR55, da hast du ja zwei Spuren PCM Samples und du hast eine virtuell erzeugte Klampfe, die ist auch absolut latenzfrei, und du hast nochmal die Chance, deine echte Klampfe hinzuzuspielen. Hier hingegen wird ja nichts umgerechnet, sondern das wird wirklich 1:1, wie du hier reinspielst, so kommt es auch hinten wieder raus. Es ist sogar, es macht einen großen Unterschied, ob du mit einer Klampfe, die Single Coil hat, reinspielt, Schnitt, oder ob du mit einem Humbucker reinspielst. Also du hörst wirklich, die Filter, die hier drin arbeiten, reagieren anders. Das ist natürlich absoluter Knaller. Ne? Jetzt ist es ist klar natürlich, man kann über einen Gitarren-Synthesizer ganz viel reden. Es ist klar, dass man das Ding unbedingt mal hören sollte. Ja? Ganz viele Personen sagen ja auch immer, ey, ich brauche das alles nicht. Ja? Ich brauche nur einen Verzerrer, einen Amp und dann spiele ich. Jeder, der dieses Ding mal in der Hand hatte, wird sagen, ich brauche es doch, weil es ist, bringt, wie gesagt, absolut neue Sounds, die du so in dieser Form nie mit einer Gitarre erzeugen konntest. Ja, und das wäre schon mal ein Knaller. Nochmal für alle, ich halte es nochmal richtig gut hoch, der Boss SY300 Gitarren-Synthesizer, ja, Musikmesse Frankfurt 2015, brandneues Teil. Und jetzt gehen wir mal zu Alex, würde ich sagen, oder? Ja. We'll be right back.
Wow.